Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es ist Freitag und das bedeutet, es ist wieder Zeit für unser Weekly Update. Das Weekly Update ist ein Rückblick, aber es ist auch gewissermaßen ein Ausblick. Und ich freue mich, Christian Hollendieck heute hier wieder im ICF-Studio begrüßen zu dürfen. Die erste Frage ist ja fast schon ein bisschen Standard. Was sind so die großen Themen am Markt? Was wurde besprochen? Klar, wir hatten Notenbankentscheidungen, wir hatten ein bisschen was von der Konjunktur. Was stand sonst an? Genau. Hallo Franziska, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr, wieder hier zu sein. Und du hast es schon vorweggenommen ein bisschen. Wir hatten einige Konjunkturdaten. Gerade von den Einkaufsmanagern kamen besorgniserregende Daten, würde ich schon fast sagen. Wir sehen nämlich eindeutig, dass die Konjunktur sich weiter eintrübt. Gerade von der Nachfrageseite her berichten sowohl verarbeitendes Gewerbe als auch die Dienstleistungssektoren davon, dass die Nachfrage immer weiter abnimmt. Und das wird vor allem von den hohen Zinsen und der immer noch recht hohen Inflation bestimmt. Zudem hatten wir noch die Zinserhöhungen bzw. Entscheide in Deutschland, Verzeihung, in Deutschland, in der EU, den USA, EZB und FED und Japan. Mhm. Und was noch besonders interessant ist, wir haben auch die BIP-Zahlen, also die tatsächlichen Wirtschaftswachstumszahlen aus den USA und auch für Deutschland erhalten. Aus den USA haben wir ein stärker als erwartetes Wachstum vernommen. In Deutschland haben wir heute die Nachricht bekommen, wir stagnieren. Stagnation auf hohem Niveau, manchmal nicht das Schlechteste, genau. Ist aber trotzdem ein gewisser Dämpfer. Die Berichtssaison natürlich auch ein Riesenthema. Genau. Das läuft ja am laufenden Band, eine Zahl nach der anderen über den Ticker. Kommen wir mal ein bisschen zum DAX. In den USA beim Dow Jones, da haben wir die längste Gewinnserie seit Februar 2017 gesehen. Genau. Beim DAX nicht ganz so schwungvoll. Genau, beim DAX hatten wir bis zum Donnerstag eigentlich eine recht geringe Schwankungsbreite. Das war von 16.000 bis 16.200. Im Anschluss an die Entscheidung der EZB haben wir ein bisschen Dynamik in den Markt bekommen. Heute sogar gekrönt durch ein All-Time-High. Yay! Ja, es war tatsächlich auf dem Weg, als ich hierher gekommen bin. Fast so ein bisschen unspektakulär, geht fast an jedem vorbei, aber tatsächlich läuft's. Und man muss auch davon ausgehen, dass das nicht nur von der konjunkturellen Lage getrieben wurde, sondern auch von dem, was die Unternehmen dann tatsächlich berichtet haben. Die Autobauer in Deutschland zum Beispiel haben zwar nicht ganz so stark wie erwartete Zahlen berichtet, allerdings immer noch außerordentlich meiner Meinung nach. Porsche konnte zum Beispiel 15% Absatzwachstum vermelden und die Prognose bestätigen. VW hingegen hat die Prognose zwar leicht gekappt, ist aber trotzdem noch optimistisch. Und Mercedes-Benz konnte auch die Prognose anheben, hat starke Zahlen präsentiert und blicken, wie kann man sagen, sehr optimistisch in die Zukunft. Jetzt hast du fast schon so ein bisschen was vorweggenommen, weil wir haben die Most Traded und da hast du uns nämlich tatsächlich Volkswagen, Mercedes und die Allianz mitgebracht. Genau. Fangen wir mal ganz vorne an mit Volkswagen. Da gab es auch Zahlen? Volkswagen hat seine Zahlen präsentiert. Die waren nicht ganz so stark wie erwartet. Man hat auch die Absatzprognose gekappt. Allerdings stellt man sich neu auf. Man hat in XPeng, einem chinesischen Elektroautobauer, investiert. Man hofft sich dadurch einen besseren Zugriff auf den Markt, nachdem man jetzt ja in den letzten Monaten Marktanteile an Tesla und BYD verloren hat. Die Anleger haben die Aktie trotzdem erstmal abgestraft. Auf Wochensicht war sie, als ich das letzte Mal geschaut habe, knapp 3,5% im roten Bereich. Wir machen weiter mit Mercedes auch Zahlen. Genau, Mercedes hat auch Zahlen gebracht. Das waren recht gute Zahlen. Man hat die Prognose bestätigt. Die Anleger haben das honoriert. Sofern ich mich erinnere, lag die Aktie bei 2,5% im Plus für diese Woche. Most Traded sind Nummer 3 Werte. Jetzt haben wir die Allianz. Jetzt könnte ich sagen, auch Zahlen. Stimmt aber nicht. Es waren nicht Zahlen bei der Allianz. Genau. Da gab es nämlich eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank. Anleger haben das als Anlass genommen zuzugreifen. 2% auf Wochenbasis im Plus ist vernünftig, würde ich sagen. Von daher gerne weiter so. Und dann kommen wir zum Ausblick. Wir sind ganz fix. Ja. Also, es stehen einige Termine auf der Agenda. Was natürlich immer total spannend ist, ist der große US-Arbeitsmarktbericht. Sprich, die ADP-Daten, die wird es geben, aber auch eben die großen US-Arbeitsmarktdaten. Was steht ansonsten auf der Agenda? Genau, wir haben jetzt für nächste Woche einige weitere vorläufige, endgültige Zahlen für die PMI-Manager-Daten. Heißt, wir werden ein genaueres Bild darüber bekommen, wo wir uns konjunkturell befinden. Es wird außerdem
von der Unternehmensseite einige wichtige Veröffentlichungen geben. Einige DAX-Unternehmen wie zum Beispiel Covestro, Infineon oder auch die Deutsche Post, aber auch andere bekannte. Fresenius und FMC und, ach ja, Schrei vor Glück. Die Lufthansa? Zurück. Nee, bei der Lufthansa schreit man nicht vor Glück, sondern bei Zalando, weil es gibt neue Klamotten. Das war der Werbeslogan. Liebe Zuschauer, er ist noch verdammt jung. Ja. Also, es gibt ein paar Zahlen von Seiten der Unternehmen. Genau. Konjunktur haben wir abgehakt. In den USA, was vielleicht noch recht interessant ist, Apple öffnet die Bücher und wird einen Einblick darüber geben, wird einen Einblick gewähren, wie das Geschäftsjahr bisher gelaufen ist. Und somit können wir eigentlich fast schon sagen, haben wir die ganze Geschichte im Kasten. Mhm. Ich sage herzlichen Dank, lieber Christian, für den Rück-, aber auch den Ausblick. Und ich sage, liebe Zuschauer, schöne Ferien. Ich bin nämlich jetzt 2 Wochen nicht da. Und der Christian und ich, wir haben was gemeinsam. Wir machen nämlich die letzte Sendung vor meinem Urlaub zusammen, aber geplant auch die erste. Also, genau. Kommen Sie in 2 Wochen einfach wieder vorbei und dann sind wir auch wieder hier. Ja, schönen Urlaub wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ciao.